Ich heiße Bert, ich bin Krankenpfleger. Moin. Ich nehme Sie jetzt einmal mit. Natürlich fügt hier keiner irgendjemand gerne Schmerzen zu, aber wenn das jetzt einfach hier auch der Heilung dient. Einfach nur mal ein Fingerschnipp und dann ist das ganze Leben anders, ne? Das sollte echt niemand erleben. Das ist schrecklich. Die Notaufnahme des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Mit mehr als 10.000 Beschäftigten das größte Krankenhaus im Lande. Bert Ivers arbeitet hier als Krankenpfleger. Moin. Moin, Bert. Ja, hallo. Na, wie sieht's aus? Gut. Ja, gut. Um 13 Uhr beginnt seine Schicht. Ja, dann bleibe ich auch, ja? Willkommen im Club. Andere wissen ja, was weiß ich, wenn sie Maurer oder Bäcker sind oder so, ne? Was dann abläuft die nächsten 8 Stunden, das weiß ich hier überhaupt nicht, ne? Das ist ja entweder wirklich barfuß oder Lackschuh, schlimm oder halbwegs gut oder, ja, man weiß es einfach nicht, ne? Und von daher ist man eigentlich immer voller Erwartung, ne? Was kommt? Hoffentlich nicht viel Schlimmes, ne? Ja, aber du bist aber auch gerne hier. Jetzt. Sagt meine Chefin, ne? Meine Chefin sagt, ich bin gerne hier. Also, dass man das dann bleibt. Ich heiße Bert, ich bin Krankenpfleger. Moin. Ich nehme Sie jetzt einmal mit. Ich weiß nicht, ob die Kollegin jetzt so papiermäßig alles geregelt hat. Sonst sind Sie sind auch Darby, ne? Oder? Nee, Damits. Damits? Wir sind nur Partner. Wir sind nicht verheiratet, sondern so. Partner. Sie sind in der LAG, oder? Bibel? Der Lebensabschnittsgefährte. Der LAG. Ja, diese Kürze, die sind mir gar nicht so sehr geläufig. Das ist der Bibeltäter. Gut, wir sind sonst gleich in Zimmer 4, ja? Ja, okay. Okay. Pfleger Bert muss entscheiden, ob ein Patient sofort Hilfe braucht oder noch etwas warten kann. Die Verletzung dieser Patientin ist jedenfalls nicht akut. Wir haben Bäume gesägt und sie hielt den Ast fest. Und ich dann mit der Kettensäge ja, dabei und dann der Ast stand in der Spannung. Und als ich ihn abgesichert, ging die Kettensäge zurück. Und bedauerlicherweise gerade da, wo sie ihren Finger gehalten hat. Ich bin sauer, nicht? Weil er eigentlich ein bisschen sehr leichtsinnig mit der Säge umgegangen ist. Schon vorher immer. Nicht? Ich bin ja schon immer zurückgezogen, als wenn ich es fast geahnt habe, dass da noch was passiert. Ne? Ja, und dann ist es auch passiert, nicht? Weil er zu... Vielleicht so lange, dann geht dann jener ein und dann werden wir das vielleicht wieder harmonisch hinbekommen. Er sagte noch, du bist ein richtiger Schisser, sagte er noch, ne? Mhm. Aber so muss man mal auch die Frau hören, ne? Das ist wie im richtigen Leben, also. Ja. Es kommt jetzt gleich eine Ärztin zu Ihnen, die schaut sich das an. Dürfen wir Sie alleine lassen? Ja. Trauen Sie sich mit dem Mann noch alleine hier im Zimmer? Oder? Ja, dann ist gut, okay, ne? Die Notaufnahme hat 8 Zimmer, 7 sind gerade besetzt. Das heißt, Pfleger Bert hat gleichzeitig 7 Patienten zu versorgen. Das Notfalltelefon, höchste Alarmstufe. Ein Schwerverletzter. Und von wo kommt also nicht der? Jetzt direkt von der Straße? Oder? Okay. Ich glaube, wurde mit einem Fahrradfall unterwegs und wurde angefahren. Mhm. Es wurde geplatzt. Mhm. Okay. Also Kopfverletzung, so mal gucken. Ich gehe jetzt einmal durch den Schockraum, um zu gucken, dass dann auch wirklich alles da ist. Wir müssen jetzt einmal gucken, es handelt sich um ein 6-jähriges Kind. Da gibt es ein paar Sachen, die man dann einfach nochmal beachten muss. Zum Beispiel, wenn das Kind einen Dauerkatheter haben soll, da braucht man auch einen kleinen Dauerkatheter. Wichtig ist auch mal, dass der Sonoparat da ist, dass der auch an ist hier. In solchen Fällen ist es einfach so, da ist einfach nur mal ein Fingerschnipp und dann ist das ganze Leben anders, ne? Oder kann anders sein. Der Unfallchirurg ist da, der Allgemeinchirurg ist da, die Anästhesie ist da. Es hat ja jetzt jeder so seinen Part hier. Moin. Sie werden schon erwartet. Das ist sehr schön. Gut. Patient kommt. Bitte Kopf zuerst. Pfleger Bert hilft den Ärzten bei der Erstversorgung und Untersuchung. Die Mutter des kleinen Raphael darf mit in den Schockraum. Ruhe bitte. Hier gibt es alle lebensrettenden medizinischen Geräte. Das Team sucht zunächst nach inneren Verletzungen, die, wenn sie nicht sofort entdeckt werden, tödlich sein könnten. Ich mach's uns gut, ja. Ja. Der Vater des Jungen. Das ist der Helm, ja. Genau, selber weiß ich es auch nicht. Wir haben es jetzt nur vom Hörensagen. Ja, ist mit dem Fahrrad gefahren, wollte aus einer Ausfahrt rausfahren.
bei uns im Dorf und er hat wohl auch geguckt, so wie er sagte, und trotzdem hat ihn das Auto erwischt nachher und ja, ist dann wohl ja, mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe noch gefallen und ja. Die kommen jetzt einmal raus. Sie sind der Fahrer? Genau. Ja, super. Können Sie einmal kurz draußen warten? Ich komme gleich zu Ihnen. Wir fahren jetzt gerade nämlich schon los. Ja. Nach 15 Minuten weiß das Team, Raphael hat keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Kinder sind immer schwierig, ne? Also emotional auch. Das ist immer so, das ist auch, wenn es nicht das eigene Kind ist, es reflektiert sich immer auf die eigenen Kinder, ne? Man hat immer so einen Bezug zu. Ja. Gott sei Dank jetzt aber hier offensichtlich, also das, was man von außen sehen konnte, keine größeren Verletzungen, ne? Kind kriegt jetzt ein MRT, hat den Fahrradhelm auf, der war auch schon ordentlich kaputt, ne? Also von daher muss man jetzt einfach Kopfverletzungen ausschließen und deshalb das MRT. Normalerweise Erwachsene kriegen ein CT, aber wegen der Strahlenbelastung bekommt ein Zwerg mit 6 Jahren kriegt er einfach ein MRT. In der Magnetresonanztomographie wird ein sogenanntes Schnittbild von Raphaels Kopf erzeugt. Ein Glück, also ist jetzt dieses MRT gemacht worden und es ist ja nichts festgestellt worden. Also es ist wirklich nur die Gehirnerschütterung. Und er kommt jetzt noch eine Nacht bleibt er hier. Und in der Kinderklinik allerdings. Ne? Da wird er jetzt hingefahren und dann kommt er morgen wohl wieder nach Hause. 10 Minuten später. Ja. In 20 Minuten mache ich noch das und hol dann Doktor ab. Okay, in 20 Minuten, ja? Ja. Danke. Jetzt ist angemeldet, dass ein Notarzt jetzt hier wieder abgeholt wird aus dem Klinikum. Das ist alles. Entwarnung. Rettungshubschrauber Christoph 42 aus Rendsburg landet auf dem Dach der Kieler Notaufnahme. Das Team holt seinen Notarzt ab. Der war mit dem Helikopter zu einem Herzinfarktpatienten geflogen, hatte ihn dann aber im Rettungswagen in die Uniklinik begleitet, weil der Mann nicht flugfähig war. Pfleger Bert kann sich wieder um die Hobbygärtner kümmern. So, da sind Sie ja wieder. Hat er Ihnen eigentlich schon was angeboten als Ausgleich für diese Geschichte? Ja, Abendessen beim Italiener. Ah, das wollten Sie schon immer. Nee, doch, das hat er gesagt. Das wünschen Sie sich so doll. Wenn ein Italiener kommt, dann bin ich weg. Ach, muss er noch einen drauflegen, oder? Wir gehen an den Schloss, Evi. Kieler Schloss. Ist das ein Angebot, oder? Ja. Das hört sich schon besser an. Da verzeihen Sie ihm dann nochmal, oder? Ja. Das wollen wir schon überstehen, wir beide. Ich kann auch kein Blut sehen, ne? Also, einfach ganz lange bleiben, das piekt jetzt tatsächlich einmal. Gut, das war schon. War schlimm, oder? Sind Sie sicher, dass Sie die Vene getroffen haben? Hm? Wenn da jetzt Blut rauskommt, dann schon. Guck mal, hier oben ist so eine kleine Kammer, da ist jetzt Blut drin. Also das von da haben wir getroffen, wir beide. Sie haben das auch ganz toll gemacht. Ja, ich habe das wie aber gut gemacht. Ich das, manche machen das nämlich nicht so gut. Dann hat man da so einen Bluterguss, so einen Riesenteil. Aber ich verrate Ihnen auch, ich habe das schon mal gemacht. Also von daher ist das erste Mal. Aber ich musste nicht zum Essen einladen, Evi. Ja. Manche machen das auch immer wieder und trotzdem machen sie es immer wieder. Wieder falsch, ne? Nicht? Also, zeichnet immer einen guten Arzt aus, wenn er gut spritzen kann oder Blut abnehmen kann, ne? Ich bin zwar kein Arzt, ich bin nur kleiner Krankenpfleger. Ich bin so das kleinste Rad hier, ne, im Getriebe. Also von daher, aber ich gehöre mit dazu. Das sagen mir zumindest die anderen. Die wissen manchmal mehr als die Ärzte. Wer die kleinen Getrieberäder, oder? Ja, das finde ich jetzt nett, vielen Dank. Pfleger Bert hat schon in vielen Berufen gearbeitet, zuletzt als Fahrlehrer. Dann wollte ich ja noch 2 Dienste mit dir tauschen. Annika wollte auch noch mal. Ich behüte sonst die Kinder. Sie brütet sonst ihre Kinder. Bebrüte die Kinder, da wird sich meine Frau freuen. Das Klima ist wirklich gut, also ja. Und auch recht ausgeglichen zwischen Männer und Frauen, das ist auch so. Ist auch nicht überall so, ne? Weil der Pflegeberuf an sich eigentlich ja doch mehr von Frauen dominiert wird. Ist so. Ich habe mich dazu erst mit 32 entschieden. Ich war wirklich also, ja, richtig krank, muss man sagen, und habe durch diesen Einblick der Krankheit ja auch ein anderes Licht gewinnen können für den Pflegeberuf. Für mich war vorher Pflege ja Leute, die mit einer ja, Urinflasche und der Bettpfanne durch die Gegend rennen. Und da gehört aber ein bisschen mehr zu. Zeit zum Durchatmen gibt es kaum. Der nächste Patient ist 14 Monate alt. Ja, also er bewegt den Fuß von alleine, ne? Genau. Das ist er bewegt noch mal, darf ich den Fuß? Oh, ja, oh, Entschuldigung. Oh ja, gemein. Genau. Das war tatsächlich, ich habe jetzt ein bisschen Druck ausgeübt, ja, also da reagiert er schon drauf, ne? Ja, noch voll.
Luft holen. Aber er sorgt für Aufmerksamkeit, ne? Da ist der Doktor sogar schon da. Ne? Ja, toll. Das macht er geschickt, ne? Na, was hat der kleine Mann denn? Er hat sich am Fuß verletzt. Wie denn? Was hat er denn gemacht? Er hat beim Hangeln, so, also entlanglaufen, ist er irgendwie, ich denke, umgeknickt. Ja. Der darf auch schreien, na klar, natürlich, gar keine Frage, ne? Am besten so, dass wir nachher noch einen Tinnitus haben, ne? Dass man sich dann nachher über Tage nicht mehr unterhalten kann, ne? Ja, klar. Pfleger Bert hat selbst drei Jungs im Alter von 4, 9 und 12 Jahren. Okay. Die Schwierigkeit ist tatsächlich auch fürs Untersuchen, wenn er solche starken Schmerzen hat. So kleine Kinder lassen ja ungern eine Untersuchung zu ohnehin. Und gerade jetzt, zumal er solche Schmerzen hat, konnte ich das Bein jetzt kaum untersuchen. Jakob muss zum Röntgen ins Labor. Der kleine Mann hat sich tatsächlich den Unterschenkel gebrochen. Ja. Und zwar, ich habe das Bild mal ausgedruckt und mitgebracht. Man sieht, dass die Fraktur halt hier rausläuft. Wir müssen ihn jetzt gipsen für 4 Wochen. Und dann ist das aber wunderbar verheilt. Gut, ich glaube, ich habe da alles, was ich brauche. Ja. Ist das so? Der Vater! Guck mal, Papa ist auch da. Na? Schau mal. Offensichtlich hat er das von mir. Krabbeln gelernt habe ich mit einem Arm, weil der andere im Gips war, weil ich das Schlüsselbein gebrochen hatte. Dann bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr später, habe ich mir eine Eichentruhe irgendwie auf den Arm fallen lassen. Dann habe ich mir den Arm gebrochen. Und dann eine dritte Geschichte, aber da erinnere ich mich auch nicht mehr genau dran. Auf jeden Fall aus der Sportkarre gefallen, genau so war das. Ich hatte mal einen Krankenpfleger als Freund. Ach, guck mal, das ist interessant. Das war schon ein paar Jahre her, aber... Ja. So eine Kettensäge ist ja nicht wirklich sauber. Und bevor man da irgendwas reinbringt, was sich dann wirklich da in der Hand noch doll entzündet, bekommen Sie jetzt einmal dieses Antibiotikum. Das ist aber nicht so schlimm. Sagen Sie. Wie lange dauert denn, bis die Flasche denn da drin ist im Körper? Was haben wir denn jetzt? Es ist 7. Ich denke, dass wir das bis Mitternacht weg haben, ne? Morgen. Ne? Nein, das ist Quatsch. Auf jeden Fall hat Spaß, ne? Wie ziehe ich nachher meinen Pullover aus? Gar nicht, die können Sie jetzt die nächsten 14 Tage anbehalten. Das ist gar kein Problem. Nein, das bauen wir nachher ab. Wir können nachher einen Verband rummachen und dann können Sie auch den Pullover aus. Der wird aufgeschnitten, Evi. Genau. Also die Scheren sind hier ganz scharf. Das lassen Sie sich nicht mehr ärgern, ne? Wieder Pause für die Hobbygärtner. Ein Busfahrer wurde überfallen. War ein normaler Fahrgast. Ich weiß sogar noch, wo er eingestiegen ist. Und dann bis zum Schluss und dann wollte er mir das Geld wegnehmen. Er muss aber unheimlich gut Bescheid gewusst haben, weil normalerweise, ich will es ja nicht vom Fernseher zeigen, aber man muss schon wissen, wie man diesen Münzzähler entfernen kann. Und er wusste das. Kaum ist der Busfahrer aufgenommen, kommt ein weiterer Patient. Pfleger Bert muss jetzt, wie so oft, entscheiden, wessen Versorgung dringlicher ist. Seid ihr soweit oder dann würde ich den Herrn gerne einmal mitnehmen? Seine Einnahmen verteidigte der Busfahrer. Sie sagen, wenn ich ihn wehtue? Daraufhin packte der Täter seine Hand und verdrehte ihm den Finger. Ich schneide nämlich komplett durch. Ne? Röntgenbilder sind fertig. Wir haben gesehen, es ist ein Bruch des Grundgliedes, also praktisch in dem Bereich, schräg verlaufend. Und wir würden empfehlen, das operativ zu korrigieren, dass man das mit Schrauben wieder fixiert in der richtigen Position. Ja, das ist natürlich jetzt richtig schlecht. Und dann auch noch gerade so ein komplizierter Bruch. Ja, das ist ein Schock. Mindestens 8 Wochen außer Gefecht. Und das für eine Handvoll Kleingeld, sage ich immer. Ne? Oh, zum Kotzen. Um den Bruch bis zur OP ruhig zu stellen, gipst ihn Pfleger Bert ein.
Da der Finger extrem absteht, will der Arzt versuchen, ihn gerade zu ziehen. Gut, jetzt wird es leider noch ein bisschen gemein. Ja. Die Hand noch mal ablegen, dann habe ich hier... Ja. Entschuldigung, das hat schon richtig weh. Richtig bequem hinsetzen. Nochmal Luft holen. Wir müssen die Finger jetzt in die gewünschte Position bringen. Und dann warten, bis die Schiene hart ist. So. Setz dich hin. Danke. Boah, das tut auch richtig weh. Mal zwischendurch Luft holen. Das höre ich also schon. Ja. Boah, das ist fieser Schmerz. Haben Sie sich gemerkt, das war der Doktor, ne? Nicht ich. Ja, ja. Gut. Natürlich führe ich hier keiner irgendjemand gerne Schmerzen zu, das ist gar keine Frage. Aber wenn das jetzt einfach hier auch der Heilung dient. Morgen kommen Sie dann wieder zur Kontrolle. Und dann planen wir die Operation. Das hat Sie ganz schön vom Hocker gerissen hier, ne? Ja. So. Das war schon. Das ist ein richtig heftiger Schmerz, also sowas. Ja. Kann man nicht beschreiben. Wir haben schon ein bisschen gefrotzelt, weil Sie ja eigentlich beide ganz nett miteinander umgehen. Ne? Wie lange kennen Sie sich denn schon? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Und seit 6 Jahren schon immer im Holz, oder? Haben Sie denn so einen großen Garten, oder? Rund 3000 Quadratmeter. Ja, ja. Was für ein Fick, oder was? Aber der ist eben schon älter und jetzt, wir haben Haselnussbüsche, die sind so auf den Stock gesetzt. Ja. Und dabei ist das dann hier passiert. Ja. Das hätte hier alles weg sein können, die ganzen Finger. Guten Tag, es geht einmal zum Röntgen. Ja. Rolle. Sie lassen das einmal alles bitte drauf und bleiben auch sitzen. Kannst du mir jetzt die Patientin hier? Ja, das oder bist ja, du noch nicht fertig? Nein, kannst du gerne machen, ich mache das immer im Anschluss. So schnell geht das, ne? Zack, dann ist ja, die Frau weg. Ne? Ja, oh, bin ich euch sehr dankbar für. Ja. Hier in dieser Aufnahme kann man auch ganz deutlich sehen, dass also nicht nur die Sehne betroffen ist, sondern auch gleichzeitig auch ein Stück Knochen fehlt. Der operative Eingriff erfolgt dann morgen. Ja, es wird unterschätzt, ne? Aber so kennen Sie die Frist schon. Ne? Und hier kann man es eben ganz deutlich sehen. Es war ja einfach nur einmal leicht touchiert, so wie der Lebensgefährte sagte. Und ist schon Knochenfraß. Ne? Ja. Im Durchschnitt kommt alle 20 Minuten ein neuer Patient. Moin! Ja, er ist schon wieder. Moin! Ich bin gestürzt und scheinbar irgendwas am rechten Bein gebrochen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, werden Sie jetzt feststellen. Zimmer 1, bitte. Okay. Uns ist ein Fehler passiert bei der Aufnahme. Da ist ein falsches Geburtsdatum drauf. 22.10.19. Ja, ich glaube, das ist mit der 19. Das kann aber nicht stimmen, ne? Doch. Nee, da hat man sie älter gemacht. Also von daher. Ja, toll. Das stimmt aber. Gut. Eine ganz alte Schachtel. Oh. Was möchten Sie denn für einen Arzt haben? Wir haben ja mehrere zur Auswahl. Soll das ein netter sein? Netter. Ein netter Arzt. Okay, dann gucke ich gleich mal, was wir da haben und dann. Ja? Wollen Sie gleich zu Ihrer Mutter? Ja, dann gibt es ja schon. Dass ja, dann klar. Ihr Bein stehen, ja schon, ja. Das Einzige wäre jetzt, der kommt gleich der Arzt noch einmal und untersucht Sie. Ne? Ja, kann sein, dass er Sie eventuell mal rausschickt, aber das müssen wir dann sehen. Ne? Ja. Frau Rosenthal, ich habe was mitgebracht. Na? Gucken Sie mal. Haben Sie schon da? Gut. Es tut nur schrecklich weh. Der halbe Puscher tut weh und das an der Ansatz vom Bein. Bert hat den diensthabenden Arzt gerufen. Hallo. So, schönen Tag. Hallo. Großen Tag mit der Sohn. Soll ich mal was sagen? Hallo. Sie sind gestürzt? Ja. Da ist alles gut? Nein, nur. Gut, nur wenn ich hier drücke, das geht auch. An der Halswirbelsäule tut auch nichts weh. Nur das Stück vom Rücken, nicht? Der Puscher. Ja. Und hier der Rücken bis hier zur Hüfte. Gucken wir mal, wenn ich das hier so zusammenpacke, da tut es weh. Okay. Hier, direkt hier drüber. Dann machen wir mal ein Röntgenbild, ne? Vom Becken und von der Hüfte und schauen mal, ob da was gebrochen ist. Ne? Das Röntgenbild hat gezeigt, die Hüfte ist gebrochen. So, Frau Rosenthal. Jetzt kommen wir aufs Zimmer? Oder? Ja, wir haben eine Station für Sie gefunden. Ja. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, da ein passendes Zimmer zu finden. Sie kommen jetzt in die Orthopädie und auf die Station O4. Nur, dass Ihr Sohn dann weiß, wo Sie abgeblieben sind. Ja, ne? Merkt er genau, das. Ne? Dann kommt jetzt gleich ein Transportdienst. Das sind extra Leute. Ja, Sie sollen ja mal alle kennenlernen. Ne? Sie haben das All-Inclusive-Paket gebucht bei uns und ne, machen dann mal eine kleine Sightseeing-Tour durch das Kalender. Das Programm noch dazu, ja. Genau, ne? Also einmal das komplette Programm.
Okay, schönen gut. Dank für Ihre Mühe. Darf ich nochmal nach Ihrem Namen fragen? Ja, ich heiße Bert, Krankenpfleger Bert. Und die älteren Herrschaften versuchen dann immer zum Beispiel, das Sie zu wahren und sagen dann zu mir, Herr Bert. Dabei heiße ich gar nicht Herbert, ich heiße einfach nur Bert. Kompliment für das, was Sie hier tun. Okay. Bert. Vielen Dank für die Blusen. Okay, schönen Dank. Ja. Schön, hat mich gefreut. Alles Gute, ja? Okay, danke schön. Ab und zu muss man das auch mal haben, dass einmal jemand so ein bisschen auf die Schulter haut. Ja, eine Bestätigung. Es ist so, dass tatsächlich die wenigsten Patienten so eine gewisse Art von Dank haben für das, was wir hier machen. Und wenn man dann mal so eine Bestätigung kriegt, das ist schon einfach toll, ne? Einfach klasse. Baut einen ein bisschen auf, tatsächlich. Zurück zum Kettensägenopfer. So, die Ärztin hat ja mit Ihnen gesprochen, ne? Ja. Hat sie Ihnen erzählt, was Sie auf den Röntgenbildern gesehen haben? Ja. Ja, das ist nicht so erfreulich, ne? Nee. Schon ziemlich deutlich, ne? Der Knochen ist auch am Gesicht. Genau, ist ein bisschen angefressen. Wir müssen das gleich noch mal so ein bisschen einpacken, noch ein bisschen verpacken. Und Sie kriegen dann auch eine Ruhigstellung noch mal an die Hand. Mhm. Allein damit Sie zum Beispiel auch heute Nacht auch in Ruhe schlafen können. Ne? Der Gips dient der Ruhigstellung bis zur morgigen OP. Sechs Wochen dauert danach der Heilungsprozess. Anschließend muss die Patientin täglich Fingerübungen machen. Genau. Wo ist er jetzt überhaupt? Der hat sich aus dem Staub gemacht, ne? Der wollte um 8 zum Fernsehen zu Hause sein. Zum 8. Fernsehen. Und lässt seine Frau hier alleine. Erst sieht er sie an hier und dann fährt er zum Fernsehen gucken und nach Hause. Klar. Nee, dieser Kerl. Fuchtelt da rum. Männer. Wo kommen Sie eigentlich her? Ich bin Berlinerin. Ja, das kann man nicht überhören. Jetzt ne? haben Sie es schon gehört. Ja, ja. Ne? Ich bin eh Berliner, da kriegst du, wa? Ja. Ja, manchmal kommt es dann doch noch durch. Ne? Und wie sind Sie denn hier hochgekommen? Na, durch die zarte Bande mit Jochen. Ach, durch Jochen. Na, sind Sie jetzt seit 7 Jahren hier Schleswig-Holsteinerin, oder? Das Internet macht's möglich. Ah, das ist ja interessant. Aber in diesem Internetforum war er sicherlich ohne Kettensäge, sonst wären Sie nicht hochgekommen, ne? Oder? Naja, überhaupt die ganze Arbeit mit dem Grundstück, ne? Ja, das ist natürlich eine Riesengeschichte, ne? Ich muss an meinen Berliner Pfleger denken. Ja. Eberhard. Alles gut. Weiß Jochen denn, wo Sie, auf welcher Station Sie sind? Nö. Hat er nicht mal nachgefragt? Naja, war ja jetzt. Er sagt, du rufst mich dann morgen an. Ach so, ja. Aber nicht, dass er jetzt vom Fernseher sitzt da, seit um 8 und denkt, Mensch, wo ist hier jetzt abgeblieben, ne? Nö, der weiß, dass ich in guten Händen bin. Tschüss. Okay, tschüss. Wir sind ja mal weg, ne, wir beide. Ist er eigentlich eifersüchtig? Nicht, dass er jetzt wir beide hier und er liegt, ne? Na? Nach mehr als 7 Stunden hat Pfleger Bert seine erste Pause. Das sieht aus wie ein Auflauf, ein Kartoffelauflauf oder sowas in dieser Richtung, würde ich mal vermuten. Aber wie gesagt, das hat meine Frau mir eingepackt. Ich kann das immer gar nicht so genau sagen. Ich lasse mich dann immer überraschen, ne? So. Man kann in die Kantine gehen, aber das ist ja auch wirklich ein finanzieller Aspekt, ne? So. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, also das geht schon rein finanziell gar nicht, ne? Das ist gar nicht dran zu denken. Familie frisst mich auf, ne? Von daher, ich kriege immer das, was dann überbleibt, ne? So. Nach 15 Jahren im Beruf verdient Pfleger Bert netto um die 1.900 Euro. Ein Auflauf. Der nächste Notfall. Eine Frau, Opfer eines Autounfalls. Mehr weiß man noch nicht. Sie kommt in circa 10 Minuten. Schnell bereitet Pfleger Bert den Schockraum vor. Ich muss jetzt einmal gucken, dass wir ein bisschen Wärme hier in den Raum reinkriegen, weil die Patientin ja schon lange Zeit im Fahrzeug eingeklemmt war. Jetzt also nochmal Heizung anmachen, ich muss mir eine warme Decke zurechtlegen, dass wir nötigenfalls da nochmal zumindest von außen ein bisschen Wärme zuführen können. Der Bruder der Frau wird zuerst eingeliefert. Er saß am Steuer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit statt einwärts. Gut.
rechte Thoraxseite tut ihm allerdings auch weh. Leichte Übelkeit, kein Erbrechen, leichte Nackenschmerzen. Er war der Fahrer des Unfallfahrzeugs. Ob er der Verursacher war, muss die Polizei klären, weil er selber kann sich nicht daran erinnern, dass er einem raufgefahren ist oder einem reingefahren ist. Der zweite Krankenwagen bringt die junge Frau in die Notaufnahme. Bitte Kopf zuerst. Ihr rechter Fuß war im Unfallfahrzeug eingeklemmt. Aber vielleicht hat sie auch innere Verletzungen. Gut, Anästhesie ist da. Allgemeinchirurgin. Gut, Klammer mit, bis alle da sind. Wir lagern sie jetzt einmal gleich mal um auf die anderen Trage. Eins, zwei, drüber. Das hier, wenn ich hier so das den Brustkorb drücke, wenn ich das so bewege, ist kein Problem. Im ersten Moment also jetzt nicht lebensbedrohlich. Sie ist bei Bewusstsein. Das ist ja für uns schon mal ganz wichtig, wenn Sie hier ankommen. Kann aber auch darüber hinwegtäuschen, dass sie doch vielleicht schwerer verletzt ist als jetzt der erste Eindruck. Jetzt Verdacht auf eine Fraktur des Knöchels. USG rechtsseitig. Aber das müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten, sehen, was das CT bringt. Die Computertomographie zeigt, der rechte Knöchel ist gebrochen. Pfleger Bert sucht das Gespräch zur Schockverarbeitung. So, ich bin noch mal da. Wie geht's Ihnen im Moment? Im Moment gut. Einigermaßen. Können Sie sich daran erinnern, was Ihnen passiert ist? Ja. Wissen Sie das noch? Ja. Erzählen Sie mal. Habe ich gesehen, dass das Auto erst nach links und er hat dann versucht, gegenzulenken. Dann ist er wieder nach rechts und immer mehr weiter nach rechts. Mhm. Und irgendwann, also dann wieder nach links und dann ist die ganzen Airbags rausgekommen. Alles ist kaputt gegangen. Mhm. Das ist so ein komisches Gefühl. So, weiß nicht. Das sollte echt niemand erleben. Das ist schrecklich. Können Sie einmal ein bisschen hochnehmen, den Fuß? Ja, alles gut. So freuen wir uns ja dann natürlich auch, dass das relativ glimpflich ausging. Auch für den Bruder von der Patientin ist das ja auch gut ausgegangen, relativ gut ausgegangen. Und von daher ist es natürlich schön für uns auch. Ne? Gerade bei so einer jungen Patientin, die ja noch viel vorhat, scheint es wahrscheinlich auch keine Folgeschäden zu geben. Und das ist natürlich auch immer sehr erfreulich. Ne? Ja. Pfleger Berts achtstündige Schicht geht zu Ende. Um 25 Patienten hat er sich heute gekümmert. Alle werden wieder gesund. Für Pfleger Bert ein guter Tag. Man erhält ja ein anderes Bewusstsein dafür, dass man doch eher den Moment jetzt nimmt. Also, wie geht's mir heute? Man hat ja auch so viel Alltagssorgen. Man denkt immer so weit in die Zukunft. Was weiß ich, mit Rente und das und das. Merkt man ja auch, viele setzen sich gar nicht auseinander, eben mit Krankheit oder auch mit Tod. Das ist einfach ein Tabuthema, da will keiner drüber sprechen. Und hier erleben wir das dann, so auch in konzentrierter Form. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Tschüss.